Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen 1. Immer noch in dieser verzwickten Lage und ich habe jetzt keine Energiebank mehr, das ist total toll. Aber ich habe wenigstens ein Herz in der Dunkelheit, davon kann ich mal eins verwenden. Und ich könnte ja sonst zumindest mal den Energieblitz ausrüsten, weil der müsste funktionieren. Und dann kann ich den auf jeden Fall beseitigen, schon mal hier diesen Arsch von einem Teufel. Den ich nicht treffen kann von hier aus. Das ist ganz super. Und von hier aus kann ich ihn auch nicht treffen. Ja, dann ist das halt so. Dass ich manchmal diese Feinde besiegen muss, um weiterzukommen, ist auch total scheiße. Ja, ernsthaft. Kotzt mich schon so ein bisschen gerade an hier. Wow. Das nenne ich mal krass. Ich hab das da. Oh, ist aber kein Dreieck. Ich hab's gerade für ein Dreieck gehalten im ersten Moment. Oh Mann, ey. So, wo sind wir jetzt gelandet? Eben waren wir ja da, wo nicht wirklich viel los war. Obwohl, da sind wir... Obwohl, doch, da sind wir ja in das Haus da oben gegangen, oder? Oh, ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Das ist schlimm. Aber ich glaube schon. Alles gut. Ja, klar, wir sind... Ja. Mhm. Ich erinnere mich. Klar, wir sind hier da reingegangen. Ist auch ein größeres Haus. Das war die Kirche. Genau, da haben wir die Knochenrüstung dann bekommen. Können wir eigentlich direkt wieder ausziehen, um ehrlich zu sein. Und auch zur alten Eisenrüstung wechseln. Also ich benutze die Knochenrüstung nicht sowieso so gut wie nie. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist nicht unbedingt notwendig. Hier gibt es auch nur wirklich eigentlich eine Hütte, in die wir rein können. Jedenfalls sieht es bis jetzt so aus. Aber ich wechsle mal eben wieder die Rüstung, weil nötig ist es echt nicht. Und bei Zombies wirkt es noch nicht mal, also von daher. Und Zombies sind ja eigentlich unsere schlimmsten Gegner, sozusagen. Ne? Komm her. Aber dass auch keiner keinen wiedererkennt, ne? Kein einziger fragt immer so von wegen, hey! Wow! Super. Da oben ist aber auch noch ein Haus. Naja, ich guck mal eben, was hier drin ist. Ich hoffe, das ist nicht der Hauptweg. Schwer zu sagen. Ich guck lieber mal zuerst in das andere Haus, bevor ich den Keller hier betrete. Ist mir ganz einfach sicher. Sicherer dann. Haut ab, ihr stinkt. Was ist denn hier? Ah. Seht ihr, wie gut, dass ich zuerst hier hingegangen bin. Hier waren nämlich nur ein paar Zauber versteckt. Das ist doch gut. Ist hier noch irgendwas? Oh, Alter! Ganz einfach nur, weil ich es kann, ey. Ach, gib mir eben ein bisschen Blut. Also manchmal, da weiß ich auch nicht. Vielleicht ist hier auch einer der Stühle ein Secret. Man weiß es ja nicht. Man munkelt hart. Nee, scheint nicht so zu sein. Das Zeichen sieht sehr interessant aus.
Wow, alle drei auf einmal aufgeschlagen. Das ist cool. Und ein neuer Zauber. Damit wird der Körper von gefährlichem Gift gereinigt. Ziemlich nützlich bei all dem Dreck, von dem ich umgeben bin. Okay. Ich glaube, den Zauber habe ich auch nie benutzt. Der ist auch, glaube ich, sogar ziemlich selten. Aber damit können wir dann also auch die Zombies und so aussaugen. Nehme ich mal an. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Haus, ja. Du greifst uns an. Warte, dann gehe ich zuerst nach oben. Ich möchte nicht gegen alle Geister kämpfen. Dann lege ich mir eben wieder die Gespensterrüstung vorher nach. Ich sag schon wieder Gespensterrüstung, nein, die Knochenrüstung. Dann bemerken die uns nämlich nicht. Oder zumindest greifen uns nicht an. Was ja auch schon mal sehr viel dann wert ist. Okay, gehen wir mal runter. Jetzt lassen sie uns in Ruhe. Das ist doch schön so. Hallo, hallo. Hier sind echt ziemlich viele Geister, muss ich ja sagen. Okay, hier ist nicht offen. Wo ist denn jetzt offen hier? Nee, hier auch nicht. Hallo. Ah, hier unten. Ah, hier brauche ich die Keule. Ach ja. Na komm. Alles klar. Ist jetzt hier oben offen? Nö. Ist jetzt hier unten offen? Nee. Wow. Eine Mischung aus Tod und Aussaugen soll das Schicksal über den Tod meiner Gegner bestimmen. Also anscheinend ist dieser neue Zauber so was, der unsere Feinde bereits schwächt. Aber noch nicht ganz töten. Wir kriegen aber auch ein bisschen Blut sofort von denen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber ey, ich bin hier doch noch gar nicht fertig. Ich will noch nicht nach oben. Noch nicht. Bin hier noch nicht fertig. Aber hier oben ist nicht offen. Warum nicht? Aber hier! Irgendwo noch ein versteckter Schalter, glaube ich, um die Tür da oben zu öffnen. Ich weiß nur nicht mehr, wie der... Achso, dann muss ich den hier nochmal umlegen. Haha, voilà. Sehr geil. Aber wo komme ich jetzt raus, wenn ich da hingehe? Hier ist ein Speicherpunkt und hier kriege ich einen neuen Zauber. Oh Gott, das ist ja alles so verworren. Hoffentlich komme ich nochmal... Hoffentlich komme ich nochmal zurück. Ah ja, ich glaube schon, wenn ich alles erledigt habe, kann ich mich, glaube ich, darauf stellen und bin wieder weg oder... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich speichere mal. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube schon, das ist ja so ein Secret, weil der andere Weg, der war ja ganz klar und offen frei. Das heißt, es sollte der Hauptweg eigentlich sein, ne? Oh Gott, Leute. Also manchmal, da denke ich nur bei diesem Spiel, warum? Das ist einfach manchmal ein bisschen zu viel hier. Aber es ist schon ein geiler Zauber, den will ich auf jeden Fall haben. Wow! Manche Durchschnitt.
gespannt. Okay, die Sachen kann ich nicht aufmachen. Ist hier noch irgendwas? Nö, nur die Tür hier oben, okay. Mit diesem Zauber kann ich die Vorurteile der Menschen ausnutzen. Groll wird zu unbändigem Hass. Ach, und dieses wonnevolle Entsetzen, wenn sie wieder zu sich kommen und ihre Hände vom Blut des Nachbarn befleckt sehen. Ja, das ist natürlich richtig, richtig geil. Wie das aussieht, ey. Ja, tötet euch gegenseitig. Bist du der Einzige, der noch übrig ist? Scheint so, wo gehst du denn hin? Naja, egal. Tschüss, ich geh da mal. Ach, cool. Okay. Ja, benutze ich doch den mal. Mal testen, wie der so ist. Ja. Eine Mischung aus Tod und Aussaugen. Okay, es sah jetzt nicht so toll aus. Hallo, du hast den Menschen umgebracht, du Arschloch. Alter, Alter! Ja, wenigstens etwas. Ey, was könnt ihr eigentlich? Hey, Victor! Wie soll ich da hinten hinkommen? Ach so, hier ist... Hier ist Dingens. Hallo? Wie viel die vertragen, ey? Das ist sehr, sehr unnormal hier. Please help me, kind sir. Das sind viele Wachen, ja. Ja, ich hol den hier. Das ist natürlich doof, dass ich die Gefangenen an der Wand dann mit töte. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte schon gerade sagen, die kann ich doch jetzt nehmen. Das ist doof. Meine Zauber sind einfach zu mächtig. okay. Sterbt alle. Wollte schon gerade sagen.
Okay, hier scheint wirklich keine Tür zu sein, alles klar. Es ist verworren. Ich habe doch keinen Orientierungssinn, Leute. Wow. Kommt beide mal hierher. Kommt mal hierher. Kommt doch mal her. Auch sehr schön. Na komm. Genau so wollte ich das haben. Zwei mit einem Zauber. Na, kann ich dich echt nicht nehmen? Schade. Aber heißt nur, dass wir umso besser sind, sag ich mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, die Karte sagt sehr viel. Ach, ich bin dumm, ich bin so dumm. Scheiße, es geht jetzt gerade nicht. Super. Warum kommen da jedes Mal auch Zombies? Scheiße. Also Leute, ich warte jetzt definitiv nicht, bis meine Anzeige so gefüllt ist. Deswegen werde ich jetzt zum ersten Mal cheaten. So, Magie. Warum nicht? Geht doch. Gut, Leute, aber an sich ist die Zeit auch schon wieder rum. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier erstmal den Part und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.